Stereotypie bei Katzen. Stereotypie ist etwas, wenn Katzen etwas tun, was überhaupt keinen Sinn macht. Zum Beispiel hinter ihrem eigenen Schwanz herjagen, ihren Schwanz anbeißen, zerbeißen, die Bäuche und die Oberschenkel kahllecken zum Beispiel. Oder auch, wir haben viele, die auch ihr Gesicht komplett zerkratzen, ihren Hals komplett zerkratzen. Bitte immer, natürlich, wenn ich über Verhaltensprobleme spreche, muss das vorher mit dem Tierarzt abgeklärt werden, ob hier ein gesundheitliches Problem ist. Ansonsten, Stereotypie ist immer etwas, wenn Katzen etwas tun, am Plastik stecken zum Beispiel, ist auch eine Möglichkeit. Also sie müssen nicht nur die Autoaggression gegen sich nehmen, sondern sie stecken permanent am Plastik. Aber das geht dann so. Es ist immer der gleiche Takt. Oder wenn Katzen viel hin und her laufen. Oder springen. Das heißt, sie spüren und hören immer den gleichen Takt. Und daran erkennen sie, das ist Stereotypie. Jetzt ist aber wichtig, woher kommt das? Das heißt, es ist irgendwo ein Stress, sofern es kein gesundheitliches Problem ist, das zu lösen gibt. Und hier gehen wir in Trainingspläne, Maßnahmenpläne, Einheiten hinein, um der Katze zu helfen, aus diesem Rad rauszukommen, weil durch diese Stereotypie, durch dieses Schlecken und Laufen und Rennen und Springen und Hüpfen, durch das versucht die Katze wiederum ihre Endorphine reinzubringen, das heißt den Stresspegel auszuhebeln sozusagen, das heißt auch ihren Serotoninspiegel anzuheben, ihre Glückshormone, und sie schafft es nicht, deswegen bleibt die auch so lange dran. Wir haben es mit Schlecken, Nuckeln, Beißen, sich selber zerkratzen und so weiter, bis hin eben zu komischen Sachen, was wir denken, unsere Katze ist aber jetzt komisch, weil die läuft immer die gleiche Richtung und immer permanent. Das ist dann Stereotypie und das heißt, wir haben es mit Stress zu tun und das gilt auf jeden Fall für die Katze zu entschärfen. In diesem Sinne, wir sehen uns dann beim Trainingsplan. Ciao, euer Petra.